Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 3 und wir versuchen es mal mit der Nightmare-Nacht, der sechsten Nacht und ich bin gespannt. Am Ende habe ich mich gar nicht mehr so dumm angestellt bei der fünften Nacht, aber ich glaube, wir hatten uns das schon angehört, ne? Ich hatte das, oder? Ach, ich lasse es nochmal drin. Es dauert einfach so lange, bis es rebootet ist. Okay, aber ich hatte ihn eben zu 8 zurückgelockt. Er ist locker schon weiter. Wir müssen nur gucken, wo er jetzt ist. Klar ist er schon weiter. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Ist er tatsächlich so schnell gewesen? Oh, oh. Nein! Scheiße. Ich habe ihn eben noch gesehen, da dachte ich nur... Was geschieht hier? Ich krieg hier voll den Overkill an Jumpscares, ey. Okay, danke, danke. Darf ich jetzt mal? Oh. Ist sowieso erledigt, habt ihr das gehört? Der war im Ventilationsschacht, okay. Scheiße, ey. Das ist so heftig. Nacht 6 ist heftig. Nacht 6 ist heftig. Oh, wow, ich hab's bis 1 Uhr geschafft. Amazing. Okay, diesmal muss ich ihn besser im Blick behalten. Das war auch das Problem. Ich hatte ihn ja gleich aus den Augen verloren. So, also sechste Nacht. Alles kein Problem. 1 Uhr, ey. Ist ja richtig mies. Ah, okay, da ist er. Wartet mal ganz kurz. Nur zur Sicherheit. Scheiße, er ist schon nicht mehr da? Er ist schon weiter. Hello. Er soll zurückkommen. Okay, nach zweimal geht's schon kaputt. Das heißt, dass wir gleich schon... Hello. Okay, ich mach das schon mal. Ach, ah, war sogar Error. Okay, genau. Also hier in der sechsten Nacht gehen die Sachen anscheinend super mega, 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 mega schnell kaputt. Oh, wartet. Ich warte aber. Hi. So. Okay, wir können nur hoffen, dass er zurückkehrt. Dass wir es geschafft haben, ihn zurückzulocken. Schauen wir mal. Oh, ich bin so nervös. Scheiße. Hat scheinbar nicht geklappt. Oder ich sehe ihn einfach nur gerade nicht. Ach, verdammt. Ihh! Hello. Oh, ich glaube, wir haben ihn zurückgelockt. Ja. Ach, ich hätte das Ventilation machen sollen. Kein Problem, ich hab's gleich. Wartet, wartet. Okay, wir haben ihn, glaube ich, zurückgelockt in Raum 9 oder 8. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das heißt, er kann auch nach unten durchgekommen sein, wenn wir Pech haben. Oh, scheiße, er guckt doch ja schon durch. Ist das lustig oder was? Scheiße, oh Gott. Ja, Nacht 6 ist halt nicht Nacht 5, ne? Aber man braucht auch immer am Anfang schon eine gute Ausgangslage, sonst hat man keine Chance dann. Also gucken wir mal. Irgendwann werden wir schon Glück haben und können ihn mal ganz gut unter Kontrolle behalten. Hi. Wow, das ging aber schnell. Alles klar. Hi. Ja, er kommt zurück. Audio. Okay. Bin ganz ruhig. Bin die Ruhe selbst. Nein! Komm her. Kommst du wohl her? Ja, da steht er jetzt. Wir warten, wir warten. Ich warte noch. Er steht da bestimmt noch. Jetzt geht er weg. Jetzt versuche ich ihn zu rufen. Ja, er kommt. Gut. Oh, scheiße. Das ist natürlich schlecht. Wenn zwei Sachen kaputt sind, ist richtig scheiße. Ich glaube, er ist eben in den Ventilationsschacht, aber das ist nicht schlimm, weil den haben wir zugemacht, in weiser Voraussicht. Ja, geil. Genau, da ist er. Jetzt geht er zurück in die 10 und wir warten.
Und wir warten darauf, dass er weitergeht oder wieder in den Ventilationsschacht. Was willst du tun, Springy? Springy, Schätzchen. Hi. Ich glaube, er ist weiter. Nicht in den Ventilationsschacht. Eigentlich müsste ich immer noch einen kleinen Moment abwarten, um zu sehen, ob es kriselt, damit ich weiß, ob er zurückgegangen ist oder ob er weiter vorangeschritten ist. Okay. Alles klar, er ist da drin. Das ist okay. Damit kann ich leben. Da kann er gerne bleiben, wenn er will. Oh, es ist 2 Uhr. Sehr schön. Das ist doch schon mal was. So, jetzt ist er wieder... Oh nein. Okay, wartet. Ich bin so aufgeregt. Er ist wieder reingegangen in den Ventilationsschacht. Ich nutze die Chance mal, um das Kamerasystem schnell zu rebooten. Oh scheiße, er ist schon zurück. Wieso macht er das so schnell? Er nutzt die Chance echt aus, dass ich hier... Hello. Komm, komm! Ja, geil. Okay, er ist zurückgekommen. Alles klar. Es ist 2 Uhr. Es ist 2... Okay, wenn du unbedingt willst, dann geh doch da rein. Es bringt dir nicht wirklich viel... Oh, er ist jetzt aber schnell, ne? Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er jetzt langgegangen ist, aber zur Sicherheit mache ich das einfach mal. Oh, scheiße, es ist 3. Oh, es ist 3. Okay. Ganz ruhig bleiben. Und das nächste direkt. Oh, er ist so schnell leider. Das ist das Problem. Oh. Ich höre ihn in den Ventilationsschächten. Ich kann nur hoffen, dass er da hinten in den Ventilationsschächten immer noch hockt. Ja, geil, er ist da. Super gut. Bleib schön da. Hi. Und er? Wo ist er? Er ist nicht zurückgekommen. Scheiße. Wo ist er hin? Nein. Das ist nicht gut. In Nacht 6 kann er sich irgendwie so voll spurlos aus dem Staub machen. Das ist echt fies. Oh, Kacke. Oh, oh, nein, 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 nein. Sei bitte noch nicht hier in der Nähe. Wo ist er denn? Da ist er. Hi. Komm her. Okay, jetzt ist er da hinten. Ich guck gleich mal, ob ich ihn weiter nach hinten locken kann. Hello. Ja, er ist hierher gekommen. Ich mach das mal eben... Er ist auch gerade in eins reingegangen. Ich weiß natürlich nicht, in welches er eben gegangen ist, aber... Ich glaube, er ist in das, was ich gerade zugemacht habe, gegangen. Boah, da habe ich aber Glück gehabt, wenn es wirklich das war. Oh Gott. Und er kann in der Zwischenzeit schon weiterlaufen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, das ist kein Problem. Da kann er gerne lang gehen, wenn er will. Wir warten mal, dann wird er ja gleich bei Cam 9 rauskommen. Wird er ja keine andere Wahl haben, weil das andere ist ja zu. Oh, wartet. So, er ist zurückgekommen. Ja, ich glaube, wir haben ihn nach hinten gelockt. Leider passiert jetzt natürlich sowas. Ich mach mal eben Reboot All. Ufa, ufa. Schreck. Den habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte. Mach nicht ganz so lange, das wäre nett. Okay. Hello. Komm nach hinten. Ah, er hört nicht mehr auf mich. Er hört nicht mehr auf mich. Oh, hä? Das ist aber nicht der, der eben lang gelaufen ist. Oh, oh. Wir haben auch die 6. Nacht geschafft und das war noch nicht mal so schlimm. Ist das nicht geil? Sehr schön. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Als kleines Extra. Aha, Fazbear's Fright ist abgebrannt, ist niedergebrannt. Okay, ist über Nacht niedergebrannt. Es könnte Brandstiftung gewesen sein, aber wahrscheinlich lag es eher an falscher Verdrahtung. Es wurde fast nichts dort gefunden. Okay, die Reste wurden bei einer
Auktion versteigert? Das hört sich aber nicht so gut an. Oh oh. Dann kann es ja doch sein, dass die Sachen irgendwo noch gelandet sind. Scheiße. Okay, dann gucken wir nochmal bei den Extras jetzt. Was haben wir denn da? Aha. Ich bin so doof. Scheiße. Ist das anders? Oh Gott. Ah, oh, voll fies, ey. Und Cheats, was ist das? Fast Nights? Ah, dann geht das wahrscheinlich schneller. Ein Radar. Aggressiv. Und keine Errors. Also das macht es ja leichter. Und das hier wahrscheinlich auch, oder? Aber was ist ein Radar? Das würde ich gerne einmal sehen. Und aggressiv, oh je. Wollen wir einmal kurz gucken? Ich schau mal bei New... Ah, nee. Nee, das ist ja scheiße. Oh, bin ich doof. New Game ist ja doof. Da wird ja gar nichts passieren, oder? Er ist ja noch gar nicht da. Da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Außer er ist dann doch schon da. Dadurch. Wo ist dieser Radar? Der interessiert mich. Hier ist nichts. Hä? Ich sehe kein Radar. Ja, aber da habe ich mir jetzt aber auch wirklich die falsche Nacht ausgesucht. Aber ich lese mir das sonst erstmal nochmal durch, was das genau ist und welche Nacht man dann am besten nehmen sollte dafür. Ah, ein Radar. Hm. Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Da können wir sehr stolz drauf sein, würde ich sagen. Ich klicke nochmal kurz hier. Miau, 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 miau. Ist doch keine Katze, was mache ich denn da? Okay, ja, es war voll cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, dann würde ich sagen, ist es ja eigentlich so gut wie vorüber. Also ich informiere mich nochmal, was es damit auf sich hat, mit diesem aggressiv. Wahrscheinlich ist Springtrap noch aggressiver. Und dann könnten wir das noch einmal ausprobieren. Wahrscheinlich sollte man das in Kombination mit Nacht 6 machen, denke ich mal. Das können wir nochmal ausprobieren, aber sonst haben wir uns hier gut durchgekämpft, würde ich sagen. Also meine Lieben, ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Aber ich weiß nicht, wann die kommt, ne? Also wahrscheinlich nicht morgen, ich guck mal. Also dann, ciao, ciao.